Buddies und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Türchen im Adventskalender. Heute geht das Video wahrscheinlich etwas später on, aber ich habe es früher nicht geschafft, dieses Update zu zeigen. Ja, und zwar werden wir uns halt das Update angucken, bisschen im Winterdorf abhängen, weiß noch nicht ganz genau, aber ja, genau, irgendwie so in die Richtung. Hier oben gibt es ja schon die erste Neuerung und ich würde sagen, hier starten wir einfach direkt mal. Mit dem Ring, oh Gott, mit dem Rennen. Das hatte ja bei der Quest dazu, gab es ja 1200 Yorick-Schillinge. Das fand ich very krass. Das fand ich sehr cool. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal dieses Rennen und ja. Hier ist ja erstmal immer viel Eis dabei. Ich gebe zu, ich finde das nicht so nice, weil. Also, es passt natürlich zum Winterdorf, klar. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie richtig scheiße ist, aber. Blöde ist halt, man rutscht in diesen Wendungen. Und hier sind viele Wendungen auf dem Eis. Boah, jetzt bin ich schon wieder hängen geblieben. Will das Ding mich ja eigentlich. So. Hier sind halt viele Wendungen. Dann rutscht man immer so in den Wendungen. Und das nervt mich gerade so ein bisschen. Weil dann rutscht man immer und dann kann man überhaupt nicht lenken, sozusagen. Also, nee. Braucht man nicht. Und wir werden uns auch noch angucken, glaube ich. Das kann ich euch gerne mal zeigen. Wo es wahrscheinlich ein. Neues Rennen noch geben wird. Es kommen ja noch Rennen nächste Woche. Oder jedenfalls ein Rennen mindestens. Und dann kann ich euch noch zeigen, wo es wahrscheinlich geben wird. Genau. Obwohl, das kann ich nochmal in einem extra Video machen. Also, bleibt auf jeden Fall dabei beim Adventskalender. Ich glaube, da kommt noch ein kleiner Spoiler. Genau. Machen wir ein kleines Extra-Video draus. Wird dann bestimmt auch mal in den nächsten Tagen kommen. Pferd, renn. Boah, ich bin letztens einmal hier irgendwie ungefähr hier runtergeflogen und ich war halt schon so kurz vorm Ziel. Das war so sad life, echt. Aber wir haben es ja geschafft. Ich finde 350 XP fürs Pferd. Das ist echt ordentlich. Also, dafür kann man das mal machen. Und es gibt ja auch noch drei Wintergrüße dazu. Boah, aber wisst ihr, was mich sowas von nervt? Dass im Adventskalender die ganze Zeit einfach nur Wintergrüße, XP fürs Pferd, Jorvik-Schillinge drin sind. Wieder! Oder ist es für den Reiter? Ich weiß es halt nicht. Kann auch sein. Dann wäre es cool. Aber nur, wenn es für den Reiter ist. Tja. Ich glaube, ich kann gerade nichts eintauschen, oder? Wenn dann XP, aber dafür gebe ich mein Geld nicht aus. Also ich habe schon die. Hier, die Hose. Die Gamäschelchen. Und das Halfter. Wo ist denn jetzt wieder die Hose? Das ist halt die hier. Genau, und die anderen beiden Sachen habe ich aber eigentlich auch. Naja, die sind in meinem. Wie heißt es nochmal? In meinem Schrank. Genau, in meinem Schrank. Hey. So. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen Shadow Shield und Snowdancer an. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch meine Reaktion auf den Trailer haben wollt. Irgendwie habe ich das nicht geschafft, das hochzuladen. Früh genug. Aber wenn ihr das noch sehen wollt, das ist ja auch quasi, deswegen werde ich jetzt auch nicht viel zu denen sagen. Wenn ihr noch wissen wollt, wie ich die genau finde, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommis. Ich kann mir die einfach nicht kaufen. Tja. Das ist ein bisschen sad life. Wenn man immer, ja, Starcoins-Mangel hat. Das ist schon so ein bisschen, ja. Mein liebes Fonds. Oh, ich liebe es.
Ich liebe es. Hier haben wir das Brinnacle. Wie sieht das eigentlich in unmagischer Form aus? Ich glaube, so grau mit schwarzer Spitze. Wenn das halt in der nicht magischen Form so eine normale Mähne hatte, dann würde ich es mir vielleicht sogar kaufen, aber so ist es einfach zu hässlich. Sorry, aber nee. Ich glaube, es gibt ja noch dieses eine andere Rennen. Das können wir jetzt auch noch machen. Ich brauche nämlich Wintergrüße. Ich will das Outfit haben. Ich finde das voll schön mit diesem zarten Lila und diesem Fell. Oh, ich liebe es. Aber ich finde dieses Rennen auch absolut mega geil. Wegen diesen ganzen Sprüngen hier, weil ich liebe diese Sprünge. Also, mir gefällt das Rennen very good. Also ich finde es wirklich cool. Es gibt durchaus halt auch so ein paar Abkürzungen, die man gut nehmen kann. Also das heißt Abkürzungen, aber ist auf jeden Fall ein cooles Rennen. Es gefällt mir auch noch besser als das andere, muss ich sagen. Also, das finde ich wirklich cool. Boah, hat mir jetzt gerade hier dieser Schlitten erwischt. Und hepp, nochmal runter. So, wieder ein schöner Sprung. Boah, ich liebe diese Sprünge. Voll in so, in diesen Farben von diesem einen Weihnachtspulli angemalt. Was war denn das jetzt? So. Jetzt haben wir noch ein paar mehr Wintergrüße. Jetzt haben wir 15. Aber ich frage mich, wie sollen wir in 4 Wochen so viele Wintergrüße holen, wie wir fürs Outfit brauchen? Weil jetzt kam erst so spät auch die Rennen und so. Naja. Aber man kennt es ja von Star Stable. Das ist halt Star Stable. Mal gucken, können wir uns aktuell wieder mal was kaufen. Die Stiefel wollte ich mir noch gönnen fürs Worldplay, weil ich kann euch das gerade einmal zeigen, wenn ich jetzt absteige. So, die sind ja hier oben so eine Art, die sind so ein bisschen thermomäßig halt hier oben. Ich finde das voll cool für Worldplay, wenn man dann so sagt, so meine Thermostiefel und so. Also, das muss ich sagen. Das finde ich cool, das Ding. Also echt. Gefällt mir. Muss ich echt mal sagen. Also, oh, was mache ich denn hier? Boah, die Handschuhe sind eigentlich auch voll geil. Oh, aber dieses Schabrack. Oh, das ist alles so schön. Die sind natürlich günstiger. Deutlich günstiger. Aber die finde ich halt auch nicht so schön. Deswegen, also die anderen fand ich auch Matsch. More realistic. Ja. Ich verstehe sowieso nicht. Warum ist das hier so viel teurer als das andere? Kann das nicht auch so günstig sein? I don't understand it. Wirklich, also. Macht für mich keinen Sinn. Nur die Gamaschen und die Satteltaschen kosten dasselbe. Sonst ist alles übelst viel teurer. Okay. Dann lasst uns wieder aufsteigen. So, was gibt's hier noch zu entdecken im Winterdorf? Gibt's hier noch irgendwas? Julbaum haben wir vorhin schon gemacht. So. Fehlt noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Wir haben uns die Winterpferde kurz angeglotzt. Und ja, schreibt wie gesagt mal unten rein, ob ich dazu noch ein extra Video machen soll, also ob ich das noch hochladen soll. Meine Reaktion auf den. Ich habe es halt schon aufgenommen auf den Trailer, die Reaktion. Das ist quasi auch wie eine Reaction auf diese Pferde.
Im Trailer sieht man ja eigentlich dasselbe wie in Real, eigentlich sogar mehr. Boah, ich liebe diesen Pass von den Easys. Oh mein Gosh. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr mein Outfit findet für den Easy. Und auch gerne, ob ihr euch so ein Winterpferdchen gekauft habt. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr auch beim nächsten Video des Adventskalenders dabei seid. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um keins meiner Videos mehr zu verpassen. Like dieses Video und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jetzt waren wir wieder zurück.